In Teilen Deutschlands ist heute Feiertag und deswegen geht es auch an den Börsen hier im Lande deutlich gemütlicher zu. Dennoch kann der deutsche Aktienindex einige Pünktchen zulegen, nämlich 29 im Moment oder 0,5% auf 6.125 Zähler. Und getragen wird er sicherlich auch von den hervorragenden Nachrichten vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt von gestern. In der Privatwirtschaft wurden nämlich mit 325.000 neu geschaffenen Stellen so viele Jobs geschaffen wie noch nie seit Erhebung dieser Statistik im Jahr 2001. Das war ein wahrer Paukenschlag und ein guter Vorbote für den großen US-amerikanischen Arbeitsmarktbericht. Am heutigen Nachmittag um 14.30 Uhr wird dieser dann veröffentlicht. Und im Vorfeld der Veröffentlichung dieser Daten möchten sich Privatanleger, die hier an der Börse Stuttgart agieren, gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Deswegen zeigt der EUWAX Sentiment Index im Hinblick auf den DAX im Moment keine klare Tendenz an. Der Euro war ja zuletzt auf ein 16-Monats-Tief zum US-Dollar gefallen und auf ein 11-Jahres-Tief zum japanischen Yen. Dort stabilisiert er sich jetzt so ein wenig. Er notiert zum Dollar bei 1,28 und zum japanischen Yen bei 98,77 im Moment. Die Stimmung war zuletzt für die Gemeinschaftswährung nicht so gut, weil man immer noch diskutiert, wie die europäische Schuldenkrise denn gemeistert werden könnte. Und zum anderen hat natürlich der Dollar durch die guten Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, die ja auch im Dezember schon größtenteils über den Erwartungen lagen, entsprechend Rückenwind erhalten. Am Ölmarkt ging es mit den Preisen nach unten für WTI und auch für die Nordseesorte Brent um etwa 1,5% am gestrigen Tag. Und das hing damit zusammen, dass es einen überraschend hohen Öllagerbestand in den Vereinigten Staaten von Amerika gab. Und dann ist natürlich auch noch der etwas stärkere Dollar hierfür verantwortlich. Einen weiteren Preisrückgang sehen wir im Moment nicht, weil da natürlich die Diskussionen nach wie vor hier herumgehen um den Konflikt mit dem Iran. Da soll der Iran eben an Atomwaffen bauen. Das ist der große Streit. Und deswegen wollen EU-Staaten jetzt ein Ölembargo gegen den Iran verhängen. Die Iraner sagen, dann sperren wir oder würden die Straße von Hormuz sperren. Und das ganze Thema, das wird hier weiter beobachtet. Und das ist natürlich ein Faktor, der die Ölpreise tendenziell auch eher nach oben bringen würde.